ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei Donau TV. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratie-Moloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Der CSU-Fraktion ist ein großes Anliegen, dass die Pflegekräfte wirklich für die Pflegezeit haben und nicht für Dokumentationen. Wir wollen da so viel wie möglich entbürokratisieren und auch den Pflegekräften insgesamt mehr Rückhalt geben und auch mehr Unterstützung, damit sie ihre Tätigkeit gerne ausüben. Es ist besonders wichtig auch für die Menschen, dass die Mitarbeiter dort Zeit für sie haben. Und die Gefahr ist groß, dass dies zu kurz kommt, weil doch sehr viele Tätigkeiten dokumentiert werden müssen. ISA 2, Gunt Remmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden, mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Was den Rückbau der Atomkraftwerke und alles, was mit der Stilllegung zu tun hat, kosten wird, wissen wir heute noch gar nicht so ganz genau. Klar ist, dass die Unternehmen, die in den letzten Jahren mit dem Betrieb der Atomkraftwerke viel Geld verdient haben, auch Rückstellungen leisten mussten. Völlig selbstverständlich ist, dass diese Unternehmen diesen Beitrag leisten müssen. Erst danach kann man die Frage stellen, ob auch gesamtgesellschaftlich Verantwortung besteht. Ja, die CSU möchte auch, dass die Betreiber der Atomkraftwerke den Rückbau finanzieren. Das ist für uns eine ganz klare Geschichte. Da haben wir uns schon positioniert. Das war Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns kommende Woche wieder hier bei Donau TV.